aufgefüttert werden. Und da gibt es auch eine Entwicklung, da ist man einfach dran. Weil man hat festgestellt in der Vergangenheit, dass Zuhirn sehr häufig Nierenerkrankungen haben. Man hat in freier Wildbahn noch kein einziges Eisbären mit einer Nierenerkrankung. Kein Null. Es könnte also, es ist sehr wahrscheinlich, dass es an der Zuhirn hat. Wenn man es anfängt, macht solche Bären auch nur während der Zeit, in der ihre wilden Verwandten Robbenjagen dieses fetthaltige Futter und dazwischen halt Obst, Gemüse, so ein bisschen den Kühlstoff. Ja, hier sieht man, die haben wirklich ganz viel Spaß. Was noch zu Bärenkindern? Bärenkinder, eine Bären gibt übrigens eine fetthaltige Milch mit einem Fettanteil von 40, sogar bis 50%. Es gibt durchaus Bärinnen, die auch 50% Fett in der Milch haben. Menschenmilch hat 4% und Kuhmilch auch so ungefähr. Das nimmt man im zweiten Leben, das ist der Grund, weshalb sie so wahnsinnig schnell wachsen, die explodieren ja quasi. Im zweiten Lebensjahr nimmt der Fettgehalt der Milch ab und geht dann so auf 10%. Die Bären säugen ihre Jungen 2 bis 2,5 Jahre. Da haben ihre wilden Verwandten auch riesen Probleme, da die Bären immer dünner wird sie die Höhle immer früher verlassen müssen, einfach um zu leben. Ihre Milch, sie hat weniger Milch, der Fettgehalt in der Milch sinkt, die Jungen werden schwächlicher. Und wenn man sich überlegt, dass sowieso nur 75% aller die Freiheit geborenen Bären das zweite Lebensjahr erreichen, danach überleben 90%, aber die ersten beiden Lebensjahre sind wirklich die kritischen, dann weiß man, was passiert, wenn das jetzt alles noch schwieriger wird. Nach 2,5 Jahren wird die Zeit sein. Entweder signalisiert es 2,5 Jahre. Entweder signalisiert Schüssen, will die Kinder nicht mehr hier haben, geht, so wie in freier Wildbahn, oder sie sagt, lass uns die Mädelsbücher bilden. Das funktioniert. In Berlin funktioniert es schon lange. Da hat Sonja ihre Tochter Hertha, die ist schon wesentlich älter, geht gut. Bremerhaven sieht auch noch gut aus. Nee, Anna und Elsa. Klappt aber in manchen Shows auch eben nicht. Das wird die Zeit bringen. Was sich im Moment in Zoos ändert, es gibt immer weniger Eisbärhalter. Deutschland hat eine ganze Menge. In Deutschland haben 10 Zoos noch Eisbären. In Europa obendrauf noch 24. Wenn man überlegt, ganz Europa 34, Deutschland 10, ist das vergleichsweise viel. Das ist in Deutschland mit Abstand die beste Haltung, die man Eisbären angreifen lässt. Anlage. Ich erzähle nachher was dazu. Die könnte immer noch besser sein, aber das ist die beste. Es gibt in England schon ein Weg, der auch cool ist, für ganz wenig Geld im Wirtschaftsleben für Bären anzubieten. In Schottland hat es die Armee gemacht, in England Bauleute, große Zaun und Kinderhektar Land mit 1-2 kleinen Bären drin, eine Stallung gebaut, ausgebaut. Dem Eisbären reicht das vollkommen aus. Der kann durch den Wald über die Wiesen streifen, der hat Platz, der kann im natürlichen Wasser baden. Die Besucher gehen da auch hin. Also das, was hier so steht, ist einmal, weil man nicht nur Eisbären zeigen, sondern auch aufklären will, wenn man sich das Ambassador-Center anguckt. Also die Natur fungiert ja als Ausrüstung, die für diese Aufgabe hat der Controller, der es international übertragen bekommen, einige andere Zoos ja auch noch. Braucht also dieses große Ausstellungszentrum und die Unterwasserscheiben sind halt für uns Menschen. Wann kann man überhaupt mit Eisbären unter Wasser schwimmen? Und das ist faszinierend. Wir sehen ihn nachher endlich noch im Wasser und dann achten Sie mal drauf. Der Eisbär hat relativ 30 cm Durchmesser große Vordertatzen, die er wie Tang benutzt. Er hatte auch ansatzweise Schwimmhäute. Und er schwimmt eigentlich nur mit dem Vorderbein. Die Hinterbeine benutzt er als Schwimmer. Und wenn wir ganz gut haben, dann sind wir als Lobia im Wasser liegen. Die wissen nicht nach vorne kommen. Und wenn sie dann losfahren, ich ihn hoch. Und hinten bleibt sie gar nicht. Als wenn da ist, dann möchte ich einen sehen, sehen wir vielleicht noch. Haben keine Felsenkatzen. Der Eisbär in der Art hat ihn sehr wohl.